Stehen in eurem Küchenschrank auch schon Glasstrohhalme? Die durchsichtigen Trinkhalme erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Und das zu Recht. Man muss sie nicht wegschmeißen, nachdem man sie benutzt hat. So kann man ganz einfach unnötigen Abfall vermeiden. Auch die Reinigung der Trinkhalme ist recht simpel. Erstens, in die Spülmaschine legen. Glasstrohhalme können ähnlich wie Trinkgläser in der Spülmaschine gereinigt werden. Einfach in den Besteckkasten stellen und fertig. Zweitens, mit einer Bürste reinigen. Die meisten Hersteller von Glasstrohhalmen bieten kleine Reinigungsbürsten an. So erreicht ihr das Innere der Trinkhalme ohne Probleme. Drittens, Holzstäbchen und Küchenrolle nutzen. Mit Hilfe eines Schaschlikspießes und einem Stück Küchenpapier könnt ihr eure eigene Bürste basteln. Verunreinigungen haben so keine Chance.